Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Rory McIlroy PGA Tour. Es geht weiter mit dem nächsten Turnier und ja, Runde 3 steht an. Wir haben tatsächlich den Cut geschafft und zwar sowas von. Wir sind fast innerhalb der Top 20 und ja, jetzt wollen wir natürlich Gas geben, zusehen, dass wir das Ganze jetzt auch noch weiter nach vorne bekommen. Der dritte Tag, das ist ja meistens dann immer am Samstag, ist ja hier der Moving Day. Und ja, das heißt, man will sich fürs Finale, für die letzte Runde, für die wir natürlich dann auch uns sicher qualifiziert haben, denn es gibt ja nur einen Cut. Bei manchen Turnieren gibt es auch zwei Cuts, aber ja, es geht weiter und wir wollen uns für die letzte Runde gut positionieren und wer weiß, eine Top-10-Platzierung wäre natürlich super. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht seine Tourkarte auch wieder verlieren kann, wie im echten Leben. Ne? Da muss man sich die ja auch erstmal verdienen. Und naja, wir gucken mal, wie es wird. So sieht's aus. 32, also die Konkurrenz ist schon, hat schon munter gescored und zwar richtig gut. Das heißt, wir sind doch ordentlich nach hinten gerutscht. Aber wir haben ja jetzt 4 Löcher, um das Ganze wieder aufzuholen. So, warum wieder nur 4? Ich weiß es nicht. Warum das so abgespeckt ist, das ist scheinbar noch so eine Art Tutorial oder Prolog oder wie auch immer. So, guter Schlag. Der rollt noch, läuft noch ein bisschen. Ja, kann man mit leben. 276 Yards. 630 Yards, Par 5. Ja, zum Glück. Also ein Par 4, dann wären wir hier aber ganz übel dran. Können wir eigentlich uns... Nehmen wir das Holz und fertig. So, sehr schön. Mitte Fairway. Die ersten Schläge waren schon mal gut, sollten dahin, wo sie hin sollten oder sind dahin, wo sie hin sollten. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch einen relativ langen Schlag ins Grün. Mal gucken, was wir damit machen können. 7 Fuß hoch, 148, ja, das sieht gut aus. Ja, der kommt, oder? Der kommt, wenn er noch ein bisschen springt. Ah, der bremst er dann auf einmal ganz stark. Schade. So, nein, ich habe nicht nebenbei aufs Smartphone geguckt. So. Ja, mal gucken, wie es wird. Komm, geh rein jetzt. Ja, dann geht er noch ganz knapp rechts vorbei. Bisschen mehr, die Linie war gut, bisschen doller und dann fällt er. Schade, 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 schade. Also es bleibt nur beim Paar, bei diesem langen Paar 5. Naja, ist jetzt kein Drama. Aber, minus 2 wäre natürlich toll gewesen, ne? Naja, was will man machen? Schade. So, weiter geht's. Rückenwind, bergab. Jetzt können wir mal ordentlich zeigen, was wir für Länge, für eine Länge doch haben. So, gucken wir mal. Oh, minus 8, bisschen slow, durchgeschwungen, Overswing ist gut, gibt ein bisschen mehr Weite. Letztendlich 268 Yards. Das ist natürlich jetzt, naja, McIlroy, der haut die auch gerne mal auf 370, 380 Yards, also über 300 Meter. Und auch andere schaffen das locker. Also da sieht man, dass unser Pro hier ja noch so ein bisschen in den Startlöchern steht, ne? In den Kinderschuhen. Ja, das... Ich weiß nicht. Nehmen wir lieber den hier und ein bisschen vorsichtig. Ja, 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 der sieht gut aus. Wenn er jetzt ein bisschen bounced. Oh, der bleibt wieder ein bisschen zu kurz. Das gibt's ja gar nicht. Ah, der hatte schon so eine gute Linie. Da hätten wir uns einen richtig schönen, leichten Birdie-Putt verschaffen können. Ah, mal gucken.
bisschen ähnlich wie der Putt eben. Diesmal haben wir den ein bisschen doller geschoben, aber er ist. Mensch. Also, zwei gute Birdie-Chancen. Leider nicht genutzt, aber wir haben auch noch keine Schläge abgegeben. Das ist schon mal das Gute. So, 17 Fuß bergab. Also nach unten. Rückenwind. Da können wir eigentlich. Können wir eigentlich auch ihn hier nehmen, ne? Den Schläger. Das müsste eigentlich reichen mit dem Wedge. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah, und der bleibt auch wieder einen Tick zu kurz. Mensch. Das gibt's ja gar nicht. Hätten wir mal andere Eisen dabei gehabt, ne? Ah, Mensch. So, diesmal bleibe ich ein bisschen. Spiele ich extra ein bisschen weiter links. Und dann. Mann, ey. Es ist einfach. Also, der Putter ist kalt. Da geht gerade gar nichts. Da geht gerade gar nichts. Aber wir hatten auch noch wirklich keine einfache gerade Putt-Situation. Ja, minus, also even par für die Runde wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen zu wenig. Naja, mal gucken, wie es wird. Mit dem hier, so. Guter Hieb. Genau, richtig, da muss er hin. Und ich würde sagen, weil die letzten Folgen generell immer ein bisschen kürzer sind, nehmen wir einfach die Finalrunde mit, oder? Nehmen wir die Finalrunde mit. Ist Sonntag, ne? Warum sollte es Sonntag dann hier kein Finale geben? So, 180 Yards. Ein bisschen bergauf. Also vielleicht ein bisschen weiter noch. Nehmen wir mal lieber ein 5er Eisen und spielen es ein bisschen vorsichtiger. Yes! Und das muss doch das Birdie werden. Das muss doch das Birdie jetzt werden. Das, genau hier, ne? Zack. Das muss doch das Birdie werden jetzt. Und das ist das Birdie. Und da gibt's den Tanz. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ah, ja, super. Schönes Ding, schönes Ding. Gut, Level 18 sind wir auch. Das heißt, es gibt ein bisschen Spin dazu und hier und da. Also so langsam gehen die Attribute hoch. Ja, 15. Platz. Ne? Wenn wir jetzt ein oder zwei Birdies mehr hätten, dann wären wir hier mit im Kampf um die Top 10 dabei gewesen. So kann es nur bei einer richtig guten Runde so weit kommen. Ja, ja, mal gucken. Ja, und ich würde auch sagen, wir machen direkt weiter, ne? Ich meine, da 13, 14 Minuten sind wir meistens so. Das ist ja schon unteres Niveau von den Folgenlängen, die ich habe. Also ich orientiere mich sonst eigentlich immer so 17, 18, 19, 20 Minuten. Und ja, mal gucken. Also Position 19. Und wir kommen in den Genuss, glaube ich, der letzten 5 Löcher. 14, 15, 16, 17, 18. So sieht's aus. Also, die letzten 5 Löcher ungeschnitten mit unserem Sonntags-Outfit made by Tiger Woods. So, Gegenwind, Backup, 191. Boah, da würde ich, glaube ich, lieber einen mehr nehmen, weil sonst landet der im Bunker. Und dann spielen wir den lieber ein bisschen vorsichtiger. Halt an.
Ja, genau, roll ein bisschen noch zurück. Ja, und dann kann man damit eigentlich zufrieden sein, ne? Durch die Fahnenposition jetzt, Sonntagsfahnenposition halt so direkt hinterm Bunker, ist das schon okay, dahinter zu spielen. Boah, ist noch ganz schön weit, ne? Boah. Ah, mal gucken, ne? Augen zu und durch. Ich glaube, eine richtige Birdie-Chance ist es sowieso nicht. Aber er liegt so weit, nur noch, oder so nah am Loch, dass es jetzt eigentlich keine Prüfung mehr werden sollte. So, sicheres Paar gespielt, sehr schön. Solider Start in unsere Runde hier, auf A14. Platz 18, also Top 10 wäre schön, wenn wir hier auf minus 2 uns runterarbeiten, das wäre doch toll. Boah, 512 Yards, Par 4, meine Fresse nochmal. So, in den Schatten der Wolke. Guter Hieb, 260 Yards. Ja. Da werden wir uns noch für den dritten, werden wir noch ein paar Meter haben. Mal gucken, ob wir hier wieder riskieren können. Vielleicht sogar den Driver zu nehmen. Was haben wir zu verlieren, ne? Ja, wenn der jetzt nach vorne schön bounced. Ah, nein. Und da muss er auch noch da im Gemüse drin bleiben. Scheiße. Naja, mal gucken. Also ein paar sollten wir hier schon spielen. So, gibt's hier irgendwie Break noch? Ah, passt schon. Ah, der rollt noch viel zu weit. Aber immerhin nicht viel Break. Yes! Also, der Putt war wichtig. Der Putt war ganz, ganz wichtig. Und das ist ein gefühltes Birdie. Ja, ja, gut, ist kein gefühltes Birdie. Der Stenson, der dreht gerade richtig auf. Minus 12. Meine Fresse. Da geht gar nichts mehr. Also, der Sieg ist... ist auf jeden Fall vergeben. Ja, guter Abschlag. Also, die Schläge, die langen Schläge, die kommen derzeit sowieso wirklich gut. Das sollten wir nutzen. Wenn jetzt noch ein paar mehr Putts fallen würden, na, dann wären wir hier wirklich... hätten wir wirklich hier, ja, Platz 5, Top 5 sein können. So, und ja, das ist, guck mal, das ist doch mal ein relativ kurzes Par 5. Ich riskiere es nochmal und nehme den Driver. Bloß nicht in den Bunker. Ah, gut, bei sowas. Ah, weil man verliert halt, weil der Ball ja dann nicht so gut liegt für einen Driver, verliert man da noch ein paar Prozente. Also im Prinzip macht es keinen Unterschied, ob man den Driver dann nimmt oder bei so einer Lage auf dem Fairway oder... das Holz, beim nächsten Mal nehmen wir das Holz, ich glaube, das ist weniger fehleranfällig, falls doch mal was passiert. So, wir müssen 65 schaffen, 72, das ist, glaube ich, völlig okay, mit einem Punch. Probieren wir es mal aus. Ist ja viel zu weit. Oh, scheiße. Also, das ist hier keine tolle Birdie-Chance. Hilfe. Halt an, halt an! Oh, geht da noch weit. Oh, scheiße. Können wir es retten? Wir können es retten. Jawohl. Also, das Paar gespielt zum Glück. Aber ich würde trotzdem gerne mal auf minus 3 kommen. Ja, zwei Löcher haben wir noch zu spielen. Die 17 und die 18. Oh yeah, das ist auch wieder mal eine schöne Position hier.
Kommt ganz gut, ne? Kommt ganz gut. Ah, doch, hält er wieder nicht an, ne? Und da hält er nicht an. Mensch. Der ist so früh aufgekommen schon und dann bremst er einfach nicht ab. Scheiße. Die große Chance hier und dann Lochkante. Ah, da ist so viel drin gewesen hier in dieser Runde. Mann. So, das letzte Loch. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, bei Gegenwind wird es nicht einfach sein, mit unserer Länge hier aufs Grün zu kommen. Jetzt haben wir den Salat. Ja, müssen wir irgendwie zusehen, dass wir hier das Paar retten, ne? Ich meine, die Platzierung, wo wir sind, ist gut. Wir hätten ein bisschen, ja, wir waren ein bisschen mehr drin, ne, aber mein Gott. Boah, dass der jetzt auch noch so weit rollt. Die bremsen doch sonst immer so ab. Also ein bisschen Spin ist da doch manchmal mit drin. Ist ja echt ätzend, dass wir hier immer so weit chippen. Mal gucken, ob wir es nochmal retten können. Nope. Also, das wird das Bogey werden. Ah, Mensch, ey. Sehr schade. Und da rutschen wir nochmal ein bisschen ab. Aber es war unsere beste Woche. Wir haben es geschafft, bis in Runde 3 und 4 zu kommen. Das ist doch schon mal auch was nach den ganzen Cuts, die wir vorher verpasst haben. Und letztendlich ist es, ja, mal gucken, aktuell Platz 24. Wahrscheinlich rutschen wir noch ein bisschen ab. Letztendlich wird es, ja, Top 20 wäre natürlich schön, ne? Platz 22, ja, okay. Ja, leider in der Schlussrunde ein bisschen was verloren. Paying Golfers, das ist schon mal gut. Das heißt, es gibt ein bisschen Kohle für uns, natürlich. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Rangliste gibt. FedEx Cup oder sowas. Schaue ich gleich mal, nachdem wir jetzt das erste Mal wirklich auch gut dabei waren. Ja, also, das ist der FedEx Cup. Leider nur sehr kurz eingeblendet. So, makes first cut. Was able to break through and play this weekend for the first time after making the cut. Ja, also das erste Mal den Cut geschafft. 2 under 69. Das war quasi das Ergebnis am dritten Tag. Am zweiten Tag und danach eine 70 und eine 72 und 1 unter. Ja, der nächste Schritt der Karriere. Das nächste Turnier wird die EA Sports Spring Invitational. Die gibt es natürlich auch nicht. Also ich vermisse hier ja ehrlich gesagt noch so ein paar Sachen. Aha, guck mal hier. Career Progress. Das ist unser Level. Highlights, Rankings. Ja, Dustin Johnson führt den FedEx Cup an. Henrik Stenson jetzt nach dem Sieg natürlich auch ganz vorne dabei. Wir sind natürlich schon sehr, sehr weit hinten. Wahrscheinlich so bei Platz 50 rum. Ich weiß nicht, ob es hier eine PGA, so eine Finalrunde gibt. Wo die Top 120 weiterkommen und so weiter und so fort. Aber es sind doch schon einige mit dabei. Ne? Man merkt, sie haben die Lizenzen sich geholt. Wir gucken mal auf die Statistiken. Driving Distance, ja, 315. Ne? Das ist schon,
Die vorderen, die sind schon richtig weit. Wir sind ganz hinten wahrscheinlich. 290, ne? Das wären Traumwerte für uns. Da sieht man mal, was für ein Handicap wir eigentlich haben. Ach, guck an. Ach, guck, da sind wir. 270. Und das ist ja schon positiv bemessen für uns. So, Round Type. Ach, guck an. Dass man das einstellen muss, dass es nicht standardmäßig auf 18 Loch ist, ne? Naja, jetzt können wir wenigstens sehen, dass wir hier, ne, in einem regulären Modus sind. Okay, also nächste Folge geht's dann weiter. Ich denke mal, wir werden immer 9 Loch spielen pro Folge und dann kämpfen wir uns durch die Turniere durch. Also macht's gut, Leute. Nächste Folge geht's weiter, Runde 1 mit der EA Sports Spring Invitational. Und da wollen wir natürlich auch wieder angreifen. Bis dann!